Thunfisch ist wieder am Start. Kapitel Massefisch. Jetzt wird richtig geballert. Titel vom Video. Wahrscheinlich ist die Rave Festival Season vorbei und jetzt kann Thunfisch, der alte Saisonarbeiter, wieder Gas geben. Ich bin gespannt, was der dieses Mal uns wieder berichten wird. Let's go. Ich hab wieder Bock, richtig Bodybuilding zu leben. Ah, korrekt. Ich hab Bock, Muskeln aufzubauen. Ich hab Bock, Steroide zu nehmen. Ich will richtig breit werden. Du bist so ein Gottloser. Einen wunderschönen guten Tag auf meinem YouTube-Kanal. Hallo liebe Fitness- und Bodybuilding-Freunde. Mein Name ist Colin, bin eigentlich schon gerade dabei zu trainieren. Mir ist auch ein bisschen was in den Kopf gekommen. Dementsprechend nehme ich euch mal heute mit. Ich habe schon gedacht, der ist sau hässlich. Ich bin wie immer in der Kraftstation gerade und ich bin brusttrainiert. Viel Spaß. Meine Fresse, hab ich einen Pump in den Möps. Leck mich doch am Arsch. Es ist schon ein geiles Gefühl gewesen, ja? Aber das kriegst du nicht hin, wenn du den ganzen Tag trockene Nüsse und Hähnchen frisst. Meine Kohlenhydrate kommen an. Ich bin aktuell... Welche 50 Gramm, die du gegessen hast bis heute? Wie der gut am Futtern. Also ich track aktuell mein Essen. Ich bin so Minimum bei... Junge, du brauchst einen festen Ernährungsplan, Digga. Mit 600 Gramm Carbs mindestens am Tag. 3500? Ja, so. 3500, Junge, das ist meine kleine Schwester zum Frühstück. Boah, jetzt fick ich den richtig weg in den Range. Bei 4000 aktuell... Nein, Spaß. Köln immer noch auf meiner THT-Dosis, dementsprechend so. Schrott, erhöhe auf 500. 125, 150. Ist nichts. Und ich möchte, wie soll ich das ausdrücken? Heute mit euch so ein bisschen darüber reden, wie es jetzt weitergeht. Weil ich habe heute... 400 NPP, 800 Test E, 4 Einheiten Wax, Kickstarter, die Anabol. Was ist denn, Thunfisch, Junge, rein damit. Morgen mit meinem Coach telefoniert und wir... Coach, der hat doch gar keine Ahnung, dein Coach. Ruf mich doch mal an für solche Sachen. Haben so ein bisschen Pläne geschmiedet. Pläne, wieder noch weniger Muskulatur zunehmen. Bricht der ab. Guck mal, das Standbild. Als ob die gerade noch am Blasen ist. Und der kommt gerade. Ich liebe dieses Top-Weg-Offset-System. Ein super schwerer Satz. 5 bis 10 Wiederholungen. Danach 60 Sekunden Pause. Oder wenn ich filme, ein bisschen länger. Gewicht ein bisschen reduzieren und dann so gucken, dass man 8 bis 10 Wiederholungen schafft. Das waren jetzt 7. Das war auch noch in Ordnung. Gibt ordentlich Druck in die Brust. Und jetzt, wo wieder ordentlich Carbs im System sind. Ich bin aktuell nie unter 500 Gramm Carbs unterwegs. Oh, mit einem Pump-Booster drin. Das ballert schon richtig, richtig gut rein. Brutal, ne? Besser geht's nicht. So. Bestimmt so seit 2 Tagen hat der 500 Gramm Carbs drin. Leck mich doch am Arsch. Mehr Essen funktioniert, wer hätte das gedacht? Wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich besuche den mal die Tage da. Unangekündigter Besuch in der Kraftstation. Wenn ich weiß, dass ich habe ja nur eine halbe Stunde nach Köln. Wenn ich weiß, dass der am Arbeiten ist, dann gehe ich da hin und stürme den, Alter. Bringe ich den erstmal was zu essen mit, weil der fällt doch vom Hocker langsam. Ich liebe dieses Gym, alleine für diese geilen Maschinen. Apropos Maschinen, ihr seht, dass ich aktuell einerseits viele Maschinen trainiere, andererseits immer sehr, sehr eng greife. Das hat folgenden Hintergrund. Ich möchte bei Druckübungen mehr meinen Trizeps involvieren, was im Umkehrschluss das heißt, dass ich schwächer werde im Trizeps, weil mein Trizeps relativ scheiße ist. Ist aber auch gar nicht schlimm. Nicht nur der Trizeps, Thunfisch. Stimmt, weil die Arme müssen dicker werden. Wo wir auch schon beim Thema Trizeps sind. Ich habe meine Kobaltklöten dabei. Jetzt wird erstmal Trizeps über den Kopf gemacht. Nachdem ich meine beiden Main-Push-Übungen durch habe, was aktuell Flachbank und Schrägbank ist, mache ich sofort Trizeps, einfach um den ein bisschen zu priorisieren. Junge, da muss noch mehr. Machst du 2 Übungen für die Brust und dann Trizeps? Was ist das denn wieder für ein Rotz? Und dass er halt nicht immer als letztes im Training gemacht wird, sondern ein bisschen weiter vorne, damit er auch da wieder ein bisschen mehr Fokus abbekommt. Und nochmal runter. Weil ich eine Intelligenzbestie bin, die vergessen hat, ihren Shaker aufzufüllen. Na, schon wieder 10 Minuten Satzpause. Schön. Naja, damit haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Reden. Ist doch auch schön. Setzt euch hin, holt euch was zu essen. Wir reden ein bisschen. Und zwar reden wir jetzt ein bisschen darüber, was... Du sollst trainieren, nicht reden. ...was ich so jetzt vorhabe. Beziehungsweise wie meine aktuelle Ausgangslage ist. Erstmal vorneweg. Ich habe jetzt in 1,5 Wochen einen Termin zum Blutbild machen, was sehr nötig ist. Ich bin jetzt mit in der THT gerade aktuell und es läuft gerade relativ gut. Ich fühle mich gut, mein Essen geht gut rein. Alles läuft hervorragend. Ich habe aktuell wieder richtig Spaß am Training. Bevor ich jetzt wieder irgendwelchen anderen Unsinn mit meinem Körper mache, Blutbild machen, um zu gucken, ob jetzt schon irgendwas im Argen liegt. Ne? Dauert. Dauert lang, ja. Satzpause verlängert sich auf 15 Minuten. Ja. So. Da sind im Übrigen ERAs und Cluster-Dextrin drin. Ich glaube, wenn man die Frage bekommen, nein, ich weiß nicht, wann ein Cluster wieder bei ESM auf Lager kommt. Ich
habe da leider noch keine Infos. Ich hoffe sehr bald. Wenn ich dann das Blutbild habe und alles in Ordnung ist, dann fahre ich einmal zu meinem Coach hin. Und hol mir ein bisschen Stoff ab. Und wir checken einmal alles ab, was ich so aktuell an Basis habe. Heute Morgen hatte ich 82,2. Seit einem Jahr selbe Gewicht. Super lean, wahrscheinlich so bei 8-10% KFA. Zumindest bei dem, was wir das letzte Mal gemessen hatten, war ich irgendwie bei 9,7. Also, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und dann gucken wir mal weiter, Leute, die mir auf Instagram folgen. Das ist im Übrigen auch in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie viele andere geile Sachen. Unter anderem zum Beispiel immer die aktuellste Aktion bei ESN. Mit dem Cartoon-Durch könnt ihr da mal den maximalen Rabatt abstauben. Auf jeden Fall, Leute, die mir auf Instagram folgen, haben schon mitbekommen, ich möchte jetzt stark in Split-Squats werden. Dementsprechend werden wir das auch angehen. Das ist ein cooles Ziel, Thunfisch. Ich will stark im Split-Squat werden. Warum? Welcher Mensch will stark im Split-Squat werden? Wer? Vielleicht Leonie Kosmos oder wie die heißt? Komos? So, oder Camilla? Aber doch nicht du, Thunfisch. Was ist, warum willst du stark im Split-Squat werden? Das hat keinen rationalen Grund. Ich möchte einfach nur stark in der Scheiße werden, weil jeder andere die Übung hast. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, we back now. Der Typ ist einfach, der ist so geil. Ich liebe den Jungen. Ohne Witz, das könnte mein, das ist so, meine Beziehung mit Thunfisch ist so wie dieser, kennt ihr den, von, Thunfisch ist Kevin allein zu Hause und ich bin dieser asoziale Bruder, der diese Vogelspinne hat. Kennt ihr den Bruder, der den immer gemobbt hat? Aber eigentlich ist das sein Bruder und die lieben sich. Ich schwör's dir, Thunfisch, du bist, ja Mann, großes Fragezeichen, genau das ist Thunfisch. Ja, der fette Bass, genau Bass, ich bin Bass und der ist Kevin. So, jetzt gibt's einmal schwer und falsch seitheben. Und danach schwer und falsch seitheben auf Chris Keller Art und Weise. Es funktioniert, meine Schultern wachsen, was soll ich tun? Viel Spaß! Das Einzige, was in den letzten Zeiten gewachsen ist, sind seine Seiten. Ja? Da ist Typ schon lange überfällig. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Yeah. Light still shine even when the world's dark and I still stride even when it gets harder. We stayed steady since the day that we started. No, we ain't stopping. I know we got it. We back now. Dieser Satz ist so asozial, Chris. Dieser Satz ist so asozial. Naja, auf jeden Fall zu meiner aktuellen Situation. Wisst ihr, was ich mache aktuell? Angelehnt an eine Bank, seitheben. Also vorher mache ich seitheben am Kabel, erste, hinterm Rücken. Dann angelehnt, leichte Schrägung, schön kontrolliert, sauber. Da nehme ich wirklich wenig Gewicht, so 10 Kilo, 12 maximal. Und dann gehe ich direkt rüber zu den schweren Kurzhanteln. Ich nehme 30er, aber wippe die nur so ein bisschen. Ey, ich schwöre es euch, euch brennt die Schulter weg. Ich gehe mit den 30ern, manchmal sind es auch 25er, nicht höher als hier. Nur diese Wippbewegung. Aber die Schulter seitlich, die arbeitet, Digga. Ich habe da so einen Muskelkater drin gehabt, immer noch. Ich habe Montag gemacht, wir haben Mittwoch. Und ohne Witz, probiert es mal aus. Kann ich euch ans Herz legen. Sehr geile Variation. Sehr geiler Supersatz. So Schulterfinisher. Ich bin immer noch nicht nach Köln umgezogen. Ich habe keine Angst vor Verletzung. Der Einzige, vor dem ich Angst habe, ist von Johannes Lukas auf Spielplätzen. Ich pendel aktuell hin und zurück. Von meinem Zuhause bis zur Arbeit und wieder zurück. Overall pro Weg so 2-2,5 Stunden, heißt, ich bin so 5 Stunden einfach nur mit Rumfahren am Tag beschäftigt und dementsprechend kann ich halt ja nicht alles unter den Hut bekommen, wie ich das gerne würde, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber es macht dann halt natürlich auch keinen Sinn, jetzt irgendwie sich unnötig Stoff in den Körper reinzuschrauben.
Doch. Wenn ich halt eh nicht hundertprozentig sicherstellen kann, dass ich gerade die Kapazitäten dafür habe. Wenn ich dann jetzt hier in Köln wohne, dann gibt es dann auch noch ein eigenes Video zu, genauso wie es zu dem Blutbild ein eigenes Video geben wird. Dann ist jetzt erstmal das Ziel, pro Monat 1 bis 2 Kilo zuzunehmen. In einem sauberen Aufbau, ich werde keinen Dirty Bulk machen. Siehst du halt aus wie ein Lean Bulker, ne? Aber du wirst ja nie ein Bodybuilder werden. Aufgrund von dieser Tatsache einfach, dass... Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Und jetzt bin ich ein schlechter Streamer. Erstens, nicht die Fettzellen in meinem Körper. Bizeps-Sehnenentzündung, geh mal zur Trigger-Therapie, hat mir direkt geholfen. Aber ist individuell, jeder braucht was anderes. Aber auf jeden Fall Physiotherapie oder Trigger-Therapie würde ich machen. Dafür habe, zweitens, ich nicht diese Fettzellen anbauen möchte. Ich möchte immer eine halbwegs gute Form halten. Digga, du kannst fressen, ohne dir Gedanken zu machen. Du bleibst immer lean. Du bist halt so ein Schnellstoffwechseltyp, Alter. Wie Roman Fritz, der kann sich vollfressen, der wird nicht fett. Niemals wird Thunfisch fett, der kriegt niemals eine Plauze. Vielleicht mit Mitte 50, wenn sein Stoffwechsel am Arsch ist, aber nicht jetzt. Und drittens, mein Körper halt einfach auf Dirty Bulk nicht klarkommt. Ich habe vorgestern am Pizza gefressen. Ja, die Reaktion kommt von Sex. Und ich hatte damit richtig 4 Stunden richtig hart zu kämpfen. Ich hatte wie ein Stein im Magen. Deswegen wird es hier auf diesem Kanal keinen Dirty Bulk geben, sondern einen semi-cleanen Aufbau, der gut in meinen Alltag passt. Du brauchst 50-50 Ernährung. Ich würde Thunfisch so machen. Festen Kalorien. Ich würde Thunfisch. Ich würde ihn so einen Plan erstellen. Bei so einem Kandidaten, wo ich weiß, er ist ein schlechter Esser. Er kann schlecht zunehmen. Ja, ich bin Haus Scheppen, 100%. Oder Bevertalsperre mit Motorrad dieses Wochenende noch. Ich würde es so machen. 3000 Kalorien ungefähr clean bis zum Training, damit er auch Performance im Training hat und nicht träge ist. Aufgeteilt auf, keine Ahnung, 4 Mahlzeiten zum Beispiel. Und nach dem Training natürlich erstmal so ein Post-Workout-Meal, schnelle Carbs, beispielsweise 100 Gramm Haribos, 80 Gramm Haribos, zusammen mit einem 60 Gramm Whey-Shake oder so hinterher. Und dann würde ich einfach die letzten beiden Mahlzeiten abends einfach fressen, was das Zeug hält. Hauptsache Kalorien rein, damit er am Tag auf seine 5000 kommt. Und dann würde der Junge ganz schnell zunehmen. Glaub mir, der wäre ganz schnell auf seine verdammten 90 Kilo. Der darf nicht, Junge, ich wette, der kann 5000 clean essen und kommt niemals auf seine 90 Kilo, never. Der braucht den Dreck. Der muss Wasser ziehen, es geht nicht anders. Passt. So, tut mir leid, dass ich so lange jetzt gesabbelt habe. Aber das ist so meine Meinung zu Thunfischernährung. Und dann gucke ich mal, dass ich so einen Aufbau bis Ende Dezember, Anfang Januar ziehe. Wer William Streams gefolgt hat. Wer William Streams verfolgt, der weiß, dass ich so mal die 90 Kilo anpeile. Ich hoffe, das wird was. Von daher, ich halte euch auf dem Laufenden. Begleitet mich gerne auf meiner Reise. Begleitet mich gerne bei meinen Ausreden. Ja, wollte schon sagen. Nein. Mal gucken, welche Ausrede als nächstes kommt. Ja, Blutbild war nicht in Ordnung. Ich muss zu viel mit dem Zug fahren. Ich kann nicht auf meine 90 kommen. Ich krieg das Essen nicht rein. Ich werde nicht versuchen, Ausreden zu finden, sondern ich versuche das erst durchzuziehen, weil ich jetzt tatsächlich auch die Kapazitäten dafür habe. Training macht gerade Spaß. Ich habe da einfach Bock drauf auf Bodybuilding. So, der Sommer ist durch. Meine Partyphase ist durch. So, ich habe Bock jetzt hier in Köln zu wohnen. Ich habe hier Bock hier zu arbeiten. Ich habe ein richtig krasses Gym hier um mich herum. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr aus Köln und Umgebung kommt, kommt gerne vorbei. Guckt euch das Gesamte an. Ist auch nicht so viel teurer als ein McFit. Pro Monat. Ich habe wieder Bock, richtig Bodybuilding zu leben. Mashallah. Ich habe Bock, Muskeln aufzubauen. Ich habe Bock, Steroide zu nehmen. Ich will richtig. Junge, so ein Psychopath. Ich breit werden. Ich habe keinen Bock, Steroide zu verherrlichen. Bin ich ehrlich, so, weil ich weiß, was das für gesundheitliche Folgen hat, so, ne? Wenn's nicht geil wäre, wird's keiner machen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das war's mit diesem Video. Ich mache jetzt noch ein bisschen Trizeps über Kopf. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Einfach dieses Video, Kapitel Massefisch, jetzt wird richtig geballert und das Video davor, ich bleibe für immer dünn, das ist die Realität. Folgt mir gerne auf Instagram und wir sehen uns dann im nächsten YouTube-Video. Bleibt natural, macht nicht so einen Scheiß wie ich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. So, mal wieder. Große Klappe und wahrscheinlich nichts dahinter. Ich bin gespannt, ob er jemals die 90 Kilo Marke knacken wird. Ich meine es ernst, ja, das ist für mich... Was Thunfisch angeht, das ist so ein großes, großes Rätsel, Freunde. Entweder er packt es oder nicht, aber ich sehe da tatsächlich schwarz. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear, aktuell
trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, Punkt.com ist jetzt online, dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.